Hallo Freunde, hier findet heute ein Schultreffen statt und ich habe alles organisiert. Ein bisschen Deko, ein offenes Buffet haben wir auch. Ja, von mir aus kann's losgehen. Hallo Nicole. Oh, hallo Barbie, da bist du ja. Das hier ist dein Tisch. Ich setz mich hier hin. Barbie, eigentlich ist das hier dein Stuhl. Oh, okay. Barbie, du bist alleine? Kommt Ken denn gar nicht? Doch, er parkt nur das Auto. Wer sitzt denn noch mit uns am Tisch? Neben dir sitzt natürlich Ken. Hier sitzt Susi. Und da sitzt... Mir fällt gerade der Name nicht ein. Susi? Welche Susi? Nun ja, auf der Namensliste, die ich bekommen habe, stand nur eine Susi. Wieso denn, Barbie? Gibt's ein Problem? Sie soll nicht an meinem Tisch sitzen. Setz sie bitte an diesen Tisch. Tut mir leid, Barbie. An dem Tisch sitzt jemand anders. Da kommen sie auch schon. Ah, da sind wir. Oh, schau mal, Barbie ist auch da. Barbie, hallo. Hallo, Theresa. Oh, Mann. Hallo, Theresa. So, ich habe das Auto geparkt. Ich setz mich hier hin. Kann ich mich hier hinsetzen? Nein, ich möchte nicht, dass du ihr gegenüber sitzt. Setz dich hier hin. Okay. Hallo zusammen. Hallo Susi. Dein Platz ist hier. Also Ken, du schaust nicht nach rechts und nicht nach links. Du schaust nur mich an, okay? Was? Ken, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Gut. Du sollst doch nicht mit ihr reden. Sei einfach nur still. Oh je. Ich glaube, Susi ist Kens Ex-Freundin. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Susi, ich bin auch da. Du hast aber ein schönes Kleid an. Ups. Tut mir leid, das war keine Absicht. Mein Kleid, mein schönes Kleid. Oh je, was hab ich da nur angestellt? Barbie, das kannst du doch nicht machen. Ich weiß, dass das Absicht war. So geht das nun wirklich nicht. Mir doch egal. Nein, Barbie, das gehört sich einfach nicht. Schatz, was hast du denn? Mir wurde Saft auf mein Kleid geschüttet. Ach, Liebling, das macht doch nichts. Komm, ich bring dich zur Toilette. Barbie, was soll denn das? Psst, sei still. Was hat er gesagt? Schatz? Liebling? Ja, natürlich. Das ist doch ihr Verlobter. Was? Susi ist verlobt? Ja, na klar. Weißt du das denn nicht? Nein. Und woher weißt du das? Barbie, das weiß doch jeder. Die beiden heiraten doch im Sommer. Eigentlich haben auch alle Einladungen bekommen. Ich bin sogar diejenige, die die Hochzeit organisiert. Das wusste ich da gar nicht. Oh, Barbie. Ich glaube, sie hat sich wieder beruhigt. Ich wusste gar nicht, dass Barbie so eifersüchtig ist. Tschüss.